Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 7. Oktober 2023 ist der Tag, an dem die meisten Menschen jüdischen Glaubens ermordet wurden seit dem Menschheitsverbrechen der Shoah. Das kann insbesondere uns Deutsche, uns Baden-Württemberger nicht kalt lassen. Im Lichte der historischen Verantwortung, die wir tragen für das, was damals geschehen ist und dafür, dass man daraus auch die richtigen Konsequenzen zieht. Deshalb ist, wenn man an dieses Datum denkt, unser Mitgefühl bei den Opfern, bei den Hinterbliebenen, aber natürlich auch bei den Geiseln, die jetzt über ein Jahr wie Tiere in unterirdischen Verliesen der Hamas gehalten werden und die so schnell als möglich freikommen sollten, zurückkommen sollten zu ihren Familien. Wir vergessen aber nicht die Opfer in der Zivilbevölkerung, etwa im Gazastreifen oder auch im Libanon. Nicht zu verwechseln mit den Terroristen der Hamas, der Hisbollah und der Houthi. Eines ist für uns klar: Israel hat jedes Recht, sich auch gewaltsam zur Wehr zu setzen gegen diese Terroristen, die wahllos die israelische Zivilbevölkerung terrorisieren. Aber unser Mitgefühl ist eben auch bei denjenigen, die zu Kollateralopfern werden dieses Krieges. Und deshalb muss das oberste Ziel sein, diesen Krieg zu verhindern, zu beenden und letztlich zu einer Friedenslösung für den Nahen Osten zu kommen. Das Existenzrecht Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Dieser Satz ist bekannt, er hat auch wieder Eingang gefunden in unseren Antrag. Zu diesem Satz stehen wir ohne Wenn und Aber. Dieser Satz bedeutet, dass Deutsche immer dann gefordert sind, wenn irgendwo der Antisemitismus sein hässliches Haupt erhebt, aber auch dann, wenn es um das Existenzrecht des Staates Israel geht. Unsere historische Verantwortung ist, das Existenzrecht Israels mit den Möglichkeiten, die wir haben, politisch sicherzustellen. Was nicht heißt, dass man alles gutheißen muss, was eine aktuelle israelische Regierung tut, das ist bei meinen Vorrednern bereits angeklungen. Die Regierung Netanjahu nimmt nicht genügend Rücksicht auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und im Libanon. Auch das gehört zur Wahrheit. Die Regierung Netanjahu tut nicht genug, um die Geiseln zurückzubekommen. Und die Regierung Netanjahu tut nicht genug für den Frieden. Es gibt auch ein Existenzrecht der Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland. Deshalb ist es notwendig, mit den Mitteln der Demokratie letztlich zu einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten zu kommen, mit dem Existenzrecht des Staates Israel, aber auch mit dem Existenzrecht der Menschen in Palästina. In Baden-Württemberg gibt es aber noch eine weitere Herausforderung. Auch das ist bereits angeklungen und auch das ist besonders wichtig in diesem Antrag. Dass es Menschen gibt, die diesen Konflikt nutzen, um alte antisemitische Affekte wieder hervorzukramen, die ihren Antisemitismus an einem Feuerchen wärmen, das da heißt, im Nahen Osten gibt es Krieg und Schuld sind die Israelis und deshalb
können wir unseren Antisemitismus, den wir vielleicht ein bisschen versteckt haben, wieder hervorkramen. Dem müssen wir mit aller Deutlichkeit widersprechen. Antisemitismus hat keinen Platz in unserem Land. Wir in der baden-württembergischen Landespolitik sind gefordert, mit aller Macht jüdisches Leben, das wir als Bereicherung für unser Land empfinden, zu schützen. Und zwar überall zu schützen. Was wir aber nicht schützen wollen, das sind antisemitische Exzesse und das sind Menschen, die in unser Land kommen, um das Gastrecht zu missbrauchen und unter Missbrauch des Gastrechts hier Krawall machen und antisemitische Parolen brüllen. Diese Leute wollen wir nicht. Wer das Gastrecht missbraucht, muss dieses Land verlassen. Antisemitismus hat hier keinen Platz. In diesem Sinne sind wir der Überzeugung, dass dieser Antrag als Ganzes das widerspiegelt, was die baden-württembergische Landespolitik tun sollte. Nun höre ich, dass es aus einer bestimmten Ecke dieses Hauses Kritik gibt an Teilen dieses Antrags. Es ist völlig zulässig, dann zu sagen, wir wollen einzelne Punkte abstimmen. Wir aber wollen, dass dieser Antrag als Ganzes vom Landtag von Baden-Württemberg verabschiedet wird. Und wir wollen auch genau wissen, wer diesen Antrag als Ganzes mitträgt. Und deshalb beantragen wir eine namentliche Abstimmung über den Antrag als Ganzes.